Und ja, herzlich willkommen zu The Wolf Among Us, Part Nummer 5. Mal gucken, was jetzt abgeht. Wir sind jetzt hier beim Central Park. The Gothic Bridge. Central Park. 94 Straßen Abend. Wird er dahinter sein? Eintreten, komm. Wow. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Rein da, bevor es ausgeht. Los, move, move! Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way. For leaving off Tiny. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. I know you weren't here on a social call. You know, I kind of thought the crooked man would have bigger guards. Trolls, ogres. I'm almost insulted he doesn't. Maybe he just wants to talk. I'm supposed to bring you right on in, so... If you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Fine, lead on. Okay, das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass der Crooked Man wirklich keine, wie er Bigby gerade gesagt hat, keine Wachen und so hat. Thanks for understanding. This is all I'm here to do and I don't want to mess it up. I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard. Or an escort, for that matter. I get it. You have a job to do. But you gotta ask yourself if you want to be involved with this guy. Whatever you may think of him, he doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is going to get caught in the middle. Don't you realize you're not just minding the door? You work for that crooked bastard, your hands get dirty too. It's not so bad. Not so bad? Are you fucking blind, Tim? He's a murderer. So you're telling me you agree with everything Crane does? A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Can't you just wait up, Sheriff? Weil der schön schön das gesagt hat. Some kind of fucking joke for you. What did I tell you? Stop laughing at me. Go ahead. You got a job to do. I ain't. Sheriff Wolf, Sir. Alle Verdächtigen hier. Thank you, Tim. Oh. I know the sheriff isn't the accommodating sort, but you handled it. You did well. You can go now. Thank you, sir. Wie hat er beide Türen gleichzeitig zugemacht? Mit einer Hand? You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Dieser Kerl sieht komisch aus. Dieser Kerl ist komisch. Das ist die Ende. Och, das ist scheiße. I've heard stories about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they scream. Is coming. And they would wait.
hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Die nächste Episode wird ja richtig spannend, beziehungsweise ist ja schon das Finale von The Wolf Among Us. Hoffentlich Staffel 1, hoffentlich gibt es Staffel 2 da auch noch, wie bei Walking Dead. Eigentlich ist, hat sich das ja eigentlich gut verkauft. Did you send Colin to the farm? Ja, Finn haben ihn nicht dahin geschickt. Ja, nur 36 Spieler. Das mit den Bändchen. Ja, 63,8 Spieler sind zuerst. Was? You end. Went to the cut about first. Okay. Zu den Fleischer gegangen, Butcher. Did you send to the. Ja. Haben das Geld gegeben lieber? Nur 40% haben Zigarette? Okay. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Ich hoffe, das kommt im Sommer ungefähr. Wir haben ja schon Sommer. Spätestens August oder so. Das wäre geil. Und ja, Walking Dead geht ja auch noch bald weiter wieder. Da kommt ja bald, stimmt, Episode 4, hoffentlich. Weil da bin ich auch richtig scharf drauf, was da jetzt passiert. Und ja, bald kommt ja auch noch, ist ja demnächst die E3. Das heißt, morgen ist für mich die E3. Ich habe das ja jetzt auch mal ein Stück aufgenommen. Morgen ist für mich die E3. Ich glaube, das ist für euch schon ein bisschen länger her. Morgen ist ja der erste, morgen ist ja Pfingstmontag. Könnt ihr mal so gucken, wann das ist. Da kann sein, dass von Borderlands, von Game of Thrones, ich glaube noch eine Serie, da macht ja Telltale die Games ja ein paar Spiele mit. Und da würde ich gerne mal wissen, ob da schon Informationen gibt. Und gut, dass morgen die E3 anfängt, wo wir alle Feiertag haben, meistens. Und da haben wir schön gemütlich, können wir da ein bisschen E3-Stream gucken, beziehungsweise die E3-Videos. Und ja, da freue ich mich drauf. Und ja. Diese Credits sind zu lange, also bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch euer Foxy. Und ja, ich habe in dieser Episode ein bisschen wenig geredet. Aber die haben ja halt viel Dialog gehabt und ja. Ich bin am Schwitzen wie so ein Bärchen, ey. Ich brauche hier eine Klimaanlage drin. Und bis zum nächsten Mal, ciao.